herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Channel Gamer Couch. Ich bin David und das ist Fabi und wir spielen heute, oder erst besser gesagt heute, Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Super Mario Land 2 Super Mario Land 2 ist der Nachfolger von Super Mario Land und Super Mario Land hatten wir aus dem letzten Jahr an Silvester gespielt und dieses Jahr folgt der zweite Teil. Fang an, würde ich sagen, mit der Taste hier geht's los. Genau. Also ich bin der Fabian. Ich bin der, der sich zufällig hat überreden lassen, das Spiel zu spielen. Oder sich anzutun. So sieht's aus. Wenn man sich die Teile von letztem Jahr anguckt, dann stellt man fest, ich bin kein Jump'n'Run-Experte, um es vorsichtig zu sagen. Willst du Ton haben? Nein, danke. Okay. So, damit hätten wir eigentlich auch schon die 6 Golden Coins, um die es in dem Spiel geht. Aber das ist eine andere Geschichte. So, okay. Plum. Ah, die Items sind zufällig. Interessant. Ich bin wirklich was ganz Besonderes. Wow, oh. Genau, gilt das hin, ist das Game für den Game Boy. Und es ist in der Nachfolger von Super Mario Land. Genau, das ist soweit das Wichtige. Und dann bin ich mal gespannt, wie es Fabian jetzt hier in diesem LP schlagen wird. Schlecht. Ich war eigentlich schon immer zu blöd für Jump'n'Runs. Deswegen. Nein, geh mal ab. Du gehst auf File, genau. Und dann auf Save, aber nicht draufklicken, sondern dann da aufs zweitunterste. Da und jetzt auf Ernst, genau. Deswegen spielen wir das Ganze eben auch mit Save Games. So, das ist neu, man merkt Neuerung. Es gibt mehr Items, die man so grabben kann, so wie jetzt hier zum Beispiel. Das ist eine von vielen Neuerungen, die es gibt. Und du hast drei weitere Leben, das ist doch schön. Nö. Kannst dreimal weniger verrecken. Das wird passieren. Okay. Hör mal, jetzt schon eine Burg. Ich bin noch nicht bereit für eine Burg. Ich bin noch nicht bereit für irgendwas. Einfach wieder gehen, okay. Darf ich rein? Offensichtlich darf ich nicht rein und er ist nur automatisch hier hingelaufen, obwohl das gar nicht geht. Supi. Gehen wir in die andere Richtungen. Da gibt es, glaube ich, noch mehr, was man machen kann. Auch das ist neu, diese in Anführungsstrichen Open World. In großen Anführungsstrichen natürlich. Ja, für damalige Verhältnisse war es groß, neu und toll. So, beim letzten kannst du noch. Ja, aber ich weiß nicht, was ich, wie und warum und wie. Vor allem. Ja, geh mal einfach daran rechts vorbei oder geh nach links. Also, irgendwie, sie hatten keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie so an, als hätten sie keine Ahnung, mit was sie diese Welt, wie sie schaffen sollen, dass diese Welt groß wirkt. Und deswegen haben sie einfach in ein krasses Labyrinth umgebaut. Ja, ist doch so. Oh Gott! Okay. Das war so geplant. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich bin ja so schlau. Ich weiß gar nicht, gehört es, was ich hier mache, jetzt überhaupt zur Geschichte quasi? Oder mache ich hier einen Haufen dummer Sachen? Ah. Ma. Oh, wow. Warte mal, jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Super. Ich glaube, das ist Gott in der Geschichte, keine Ahnung. Wie bitte? Ich glaube, du machst das. Achtung, da war ein Frosch. Ja, was mache ich? Ja, stimmt schon. Ich glaub, da gibt es mehrere Level. Wer ist der Reihenfolge, meine Macht ist halt egal. Man muss sie machen, um zu Castle zu kommen, dass die halt freigeschaltet wird.
Und es gibt dann eine Castle, oder wie? Und ich glaube, die Golden Coins hat das zum Hintergrund, dass man bei jeder gemachten Castle eine Coin bekommt. Und man eben 6 Castles gibt, die man machen musste, dass man dann 6 Castles hat. 6 Coins hat zum Ende. Ja, guck mal, hier sind lauter Coins. Ja, aber das sind zu große Coins. Und passt auf die Frosse auf, die sind ätzend. Das ist auffallend korrekt. Ich bin auffallend zu dumm. So, motiviert wie immer. Ja, ist doch so. Ganz ehrlich. Ich beziehe, Nintendo ist nicht wirklich mein Talent. Nöp. Also, ich weiß jetzt nicht, wer das, sich das wirklich antun möchte, mir, sich hier anzugucken, wie ich den gesamten Abend dieses Level hier versuche und nicht schaffe, aber wenn es euch Spaß macht, bitte sehr. Ja. Genau. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe diesen Frosch überlebt. Das ist der Höhepunkt des Tages. Ich habe jetzt nicht wirklich die Ahnung, was mir das bringt, aber... So, einfach hüpfen. Da musst du oben raus. Ja, aber wie? Hier kann man auch zurücklaufen, das ging beim ersten Teil auch noch nicht, dieses Rückwärtslaufen. Da war es passé, was hinten war. Man kann nicht auf den überhaupt... Ja, aber was bringt mir die? Und das musst du da oben, glaube ich, irgendwie raus. Ja, aber wie? Stehst du meinen Punkt? Das Problem am da oben irgendwie raus ist das... Wie denn? Vielleicht weiter vorne. Ja. Folglich laufe ich jetzt hier wieder das gesamte Level zurück. Da. So. Wer bist du? Okay, super. Du bist der dastehende Künstler. Wie lange geht dieses Level? Keine Ahnung. David, du kannst mich doch nicht einfach Sachen machen, über die lassen, über die noch, du noch nicht alles da, weißt. Da machst du ins Goal rein. Ja. Ja, einfach du hast. Ging auf. So. Ey, ein Level geschafft, ich bin so stolz auf mich. Safe. Der nächste oder was Reiben ist. Warte, das machen wir ganz geschwind hier. So. Ach, ist das zu sehen gewesen? Nein. Nichts, aber vielleicht stört's dich. Mich stört nichts. Ja, das ist nur Wasser. Ich dachte, das wäre irgendwie krass gefährlich. Wasser an der Decke? Okay. Das wusste ich nicht. Holzspitzen an der Decke. Warte mal, müsste ich nicht dann irgendwann tun? Ja, doch. Ich habe nicht mehr so viele Leben. Scheiße. Oh Gott. Aber du kannst dann wieder restarten, resetten. Ja, ja. Das Gute. Dieses Spielelement ist echt krass. Diese Flüssigkeit, man merkt so richtig, die Entwickler, die haben sich dabei was gedacht. Das sind Qualitäten, die hatte damals nur Nintendo. Diese Flüssigkeit ist absolut seltsam. Pass auf, da musst du oben haften bleiben. Ja, ich weiß schon. Das ist nur gar kein Problem. Man muss nur springen drücken. Oh. Gar kein Problem. Musst du springen drücken. Das war, ist auch gar kein Problem. Warte mal. Load Game. Ich lade mal dieses Spiel. Einfach lebenstechnisch. Ich kann ja sowieso unendlich oft speichern, weil ich mich weigere, nach alten Spielregeln zu spielen. Weil das wäre ja Vorteil eines Emulators.
Ja. Nachteile. Eine sehr fummelige PC-Steuerung. Schnaufende Freunde. Häufige Tode. Okay, das war so geplant. Was soll ich sagen? Ja. Ich habe zwar die Möglichkeit, auch mitten im Level zu speichern, aber ich glaube, das mache ich einfach nicht. Du kannst da irgendwie, wir haben mal irgendwie so 5 Beister-Slots oder so, da kannst du da immer mal wieder ans Wehren leveln, dann später mal Beister 3 oder 4 mal im Level speichern. Ja, ja. Was halt sinnvoll ist, ne? Ja, eben deswegen werde ich es ja nicht machen. Hallo, hast du mir nicht zugehört? So. Frag mich, ich finde, die Wissenschaft sollte unbedingt so eine Flüssigkeit erfinden, die ist wirklich toll. Guck sie dir nur an. It's beautiful. Da kann man eine Glocke läuten, ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber es ist toll. Oh, da kann, ich glaube, die Glocke ist wie die Midway Flag, weil das Goal ist ja da hinten dann quasi die Endfahne. Ja. Hier kann man runter und es ist toll. Ich weiß nicht, was es bringt, aber hier kann man runter. Geheimer Levelinhalt, ey. Toll, ein Oktopus-Item. Ah, dieses Oktopus-Item ist ein Item, mit dem ich fliegen kann. Nicht gut genug. Ich kann nicht gut genug fliegen. Oh Gott, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Bei Nintendo weiß man halt nicht, ob das jetzt geplant war und es möglich war, dass das nicht passiert, aber es wäre cool gewesen, es fliegen zu behalten. Ja, ich mal runter und da nicht und dann. Diese Flüssigkeit ist wirklich toll. Wenn man davon ausgeht, dass es eine Flüssigkeit ist natürlich, aber. Ja. Ah ja. Interessant. Ich will auch so eine Flüssigkeit. Die ist toll. Die ist bestimmt auch voll gemütlich. Oh nein. Das ist eine Flüssigkeit. Da kann man im Inneren springen. Du musst aber nach oben sehen. Ach echt? Ich gratuliere dir zu dieser Erkenntnis. Egal, du musst ja nicht zwangsweise das Goal. Doch, muss ich, wa? Musst du sogar. Muss ich. Ja, hast du recht. Muss ich ja sowas von, aber ich kann nicht. Kannst du einfach so ins Goal reinspringen? Nein. Es geht um die Glocke da oben. Ah, I get it. Das stimmt nicht. Du hast noch nie irgendwas gegettet. Also, tu nicht so, als hättest du das jetzt gegettet. Ah, schön. Erstmal speichern. Das Schöne ist ja auch, wenn ich das falsche Item gewählt habe, das ich nicht will. So wie das. Naja, egal. Ich weiß nicht mal, ob ich diesen Baum machen soll, muss oder ob das nun. Keine Ahnung. Es ist egal. Ich mach das jetzt einfach. So, Ameisenlevel. Oh, eine süße Arme. Oh Gott, keine süße Arme. Oh mein Gott, das Ding kann fliegen. Im Nachhinein Das Ding kann Feuerbälle. Okay. Ich hätte das Flug-Item nehmen sollen. Behalten sollen. Ich bin so schlau. Okay.
Load Game. Ich mache das jetzt aus dem Grund, dass ich einfach das Flug-Item will. Das ist jetzt nicht okay. Okay, dann muss weitergehen. Ja, ich hole es mir einfach. Das ist möglich. Okay, interessant. Ich weigere mich einfach, mich der Schwierigkeit des Spiels zu beugen. Das ist ja auch mega klug und so. Und die Welt wird mich bestimmt irgendwann dafür als weise betrachten. Oder auch nicht. Das ist der Welt überlassen. Ich kann überhaupt nichts dagegen tun, wenn die Welt mich nicht als weise betrachten will, aber ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Oh nein. Nein, ich behalte das Level ja auch nicht, oder? Das Item. Egal. Mit meiner überragenden Intelligenz werde ich dieses Level meistern. Mit meiner überragenden Intelligenz. Das ist der erste Part. Das war geplant. Ah, es ist immer wieder lustig, Jump'n'Runs zu spielen, weil ich sie halt sonst nicht spiele. Wenn ich jetzt wie in Monster Hunter World nebenbei noch ein Monster besiegen müsste, könnte ich das bestimmt. Wobei auch in Monster Hunter World mein Skill ja sehr... Und nein, ich akzeptiere es nicht ohne Item oder zumindest Herzen in das neue... Ja, Herzen sind okay. Da muss ich nicht so oft neue Spielstände laden. So, sag mal, ich kann nicht direkt weiter zu dem... Was ist denn das andere Level? Das sieht so aus, als könnten die Fliegen dort... Oh Gott, das ist ein Bienennest. Okay. Hat dieses Spiel eigentlich irgendeine Story oder so? Hallo? Ich kann Feuerbälle schmeißen, ist das auch okay, oder? Komme ich hier durch? Oh. Die Bienen kommen immer aus den Dingern raus, wo davor so Augen sind. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Aus dem, wo Augen sind, kommen Bienen raus. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber es hast generell Bienen in Mario gar nicht. Die sind immer schlimm. Immer. Egal, wer es ist, wie du spielst. Merke ich mir. Das sind die ersten Bienen, die ich in einem Mario... Okay, kommen die unendlich, oder? Wie habt ihr das gemacht? Einfach durch. Den Typen kann ich auch nicht bespringen, sondern der ist da einfach. Ich mag ja Fleischfressen... Das ist wie dieser Felsblock aus neueren Teilen. Ah, nur als Biene. Okay, die sind beide nicht toll. Wie oft willst du noch? Bis ich emotional dafür bereit bin. Verstehst du das? Ich auch nicht. Ich werde jetzt das Ameisenlevel machen. Aber ich glaube, das Ameisenlevel fühlt sich nicht im Ziel, weil da ein, weil da ein Stress ist. Ich glaube, das andere Level geht weiter, aber ich weiß es nicht. Ich auch nicht, deswegen finde ich es ja heraus. Das ist ein Argument. Guck dir das mal an, wie schlimm. Ach man. Wer den so sieht, wieder in den Abgrund segelt. dann halt ohne Item. Ploing, ploing. Meine Skills sind unübersehbar. Aber leider unübersehbar nicht vorhanden. Oh. Ach, ja, cool.
Das sind so Projekte, das ist so ein bisschen wie The Forest. Da schauen nur die Hardcore-Fans zu, denen es nichts ausmacht, wenn es einfach stundenlang immer wieder dasselbe ist. Ey, lass mich in Ruhe. Eben geht doch. Warte mal, habe ich gerade gesagt, lass mich in Ruhe und die hat mich in Ruhe gelassen? Cool, das ist mir noch nie passiert. Okay, sie lässt mich nicht in Ruhe. Die sind zielsuchend, die Dinger. Krass, und das sind 8-Bit. Ja, 8-Bit Zielsuchraketen. Oh. Das war so geplant. Einfach nochmal laden. So. So. Ich schaffe das. Irgendwann. Vielleicht. Sehr vielleicht. Am vielleichtesten. Also die Story, so wie ich sie bis jetzt sehe, ist irgendwie Mario macht ein klassisches Mario-Level und dann steigt er auf einen Baum. Warum ist hier nicht wichtig? Oh nein, das ist jetzt ungünstig. Ich lade einfach nochmal. Schnappe mir irgendwas Lustiges. Also nichts. Und dann speichere ich hier nochmal, damit es nicht mehr so lange dauert, wenn ich was nachlade. So. Hochinteressant. Wow. Ich werde übrigens einen Ruf eines der schwersten Mario-Spiele zu sein. Nur so als Info, was wissen du hast. Das kann ich nicht bestätigen. Dieses Mario-Spiel ist eigentlich relativ einfach. Und das bin nur ich, der hier zu blöd ist. ja. Genau. Na. Ich werde zum Toad. Ich sage auch, zum Puh. Ich sage auch nur noch, na. Puh, sagt auch nie irgendwas anderes. Außer in der Halle. Wer jetzt nicht weiß, wer Puh ist, der braucht sich auch nicht zu schämen. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre das ein extrem alter PC. Der folgt mir? Ja, lasst mich doch in Ruhe. Ihr wisst, was ich mache. So, warte mal. Ah, egal, ob ich das nachlade, ich verliere trotzdem die Leben. Cool. Das wollte ich schon immer. Die Steuerung ist so ein bisschen fummelig. Es ist irgendwie schwer herauszufinden, wie weit ein Sprung dann schlussendlich geht. Tatsache ist aber, in diesem Fall ging der Sprung schon mal nicht über die Klippe. Ich glaube, das nächste Mal habe ich dann das erste Game Over. Komm. Ploing. Und, ich sollte versuchen, einfach normal über die Klippe zu springen und nicht... Kein Kommentar. Ja, ne? wie sagt man so schön? Autsch. Einfach weiter. Oh, das war Zufall. So. Ja, ich hab's über die Klippe geschafft. Ihr dürft mich jetzt alle mal feiern, weil ich es geschafft habe, über eine Klippe zu springen.
was man in Japan, aber das ist halt auch blöd, weil das ist ja ungewohnt von Mario, das kennt man überhaupt nicht. Ne, das ist halt eine, oh Gott, absolute Neuerung, dass man, dass es den Fall gibt, dass man über Klippen springen muss. Nein. Leute, ihr habt das absolute Recht, von mir enttäuscht zu sein. Da warst du Ende vom Level, ne? Hä? Du warst kurz vorm Ende vom Level. Super! Ich war gerade erfahren, dass ich kurz vorm Ende vom Level war. Aber hey, ich spiele Monster Hunter. Ich werde mich nicht entmutigen lassen. Autsch. Ah. So. Hüpf. Man fragt sich ja auch, warum diese Pflanzen wieder zurückfahren. Das haben die eigentlich gar nicht nötig. Aber gut. Wow. Wow. Oh, fuck. Hattest du gerade Lack? Nein. Ich bin wieder geschrumpft. Alles Glück im Unglück. Hauptsächlich aber mal Unglück im Glück. Zum Glück kommen wenigstens diese Platten wieder. Tatsächlich, das haben sie so gebaut. Dass der Typ, dass du die ganze Zeit denkst, du kannst es machen, indem du auf ihn springst. Das, aber dann kannst du das gar nicht. So. Das habe ich nicht gesehen. Interessant. Ja, ich bin wieder groß. Ach du Scheiße. Nein, ich bin wieder klein. Wow. Oh. Ach so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in jedem Level anders springt. Wie weit bin ich gerade zurückgefallen? Nein. Entsetzen macht sich breit. Warum sterbe ich nicht einfach? Das Leben hat keinen Sinn mehr. Aber es macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich dieses Tier ignorieren kann oder ob es möglich ist, sich an dem noch einen Schaden abzuholen und zu sterben. Oh Gott, nein. Ich bin ja ganz am Anfang. Okay, super. Ich hätte da oben was beißern sollen. Du hättest da oben was beißern sollen. So. Joa. Super. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Einige Male. Zeit, das andere Level zu probieren. Rein nach dem Motto, das eine Level habe ich jetzt, kenne ich jetzt. Jetzt mache ich das andere. Statt einfach mal das andere zu schaffen. Das eine. Die Tastenkombination, um in Röhren nach oben zu kommen, ist sehr seltsam. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese... Hallo, sie geben mir erstmal so ein Feuerdingenses und dann geben sie mir Gegner, die immun gegen das Feuer sind. Jetzt können die auch noch durch festes... durch Stein laufen oder so. Leute, ernsthaft. Wird es nicht langsam unrealistisch? Geht's ja nicht eigentlich nur noch um Titten? Nein. Okay, super, nachdem das geklärt ist. weiter im Text. Na, du Stein. Was? Ja. Okay. Darum geht's immer. Ja, gut. Ja, weil ich hab nämlich auch nicht...
weiß nicht, was bringt. Ich hab mich schon immer eine Sache gefragt. Was bringen Münzen in Mario-Spielen? Die bringen nichts. Da kannst du dir keine Items von kaufen oder so. Sonst hätte ich... Ach so. Ach, das sind die Stachelviecher. Das ist an diesem Punkt sehr interessant für mich. So, weitergehen tut's im nächsten Part, liebe Leute. Der erste Part war ja ein bisschen Fail-Reis und so tatsächlich. Aber ja, im nächsten Part sehen wir, wie es weitergeht. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hast du noch irgendwelche Schlusswörter? Gefailed. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!